Ist egal, wenn Sie jetzt die Werte im Portfolio haben, dann können Sie eine One-Cancel-Other in folgende Modus eingeben. Da brauchen Sie unbedingt eine One-Cancel-Other-Gruppe. Und dann gehen Sie hier, wo dieser Tagesgewinn unrealisierter Gewinnverlust-Kurs, also auf diese Rubriken, ja, lassen Sie die Maus stehen darauf und drücken Sie mit rechter Maustaste. Und da kommen Sie auf Layout, 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 Layout anpassen. Sehen Sie, dann klicken Sie auf Layout anpassen und dann kommen Sie Marktdatenspalte, Orderspalte brauchen wir. Um kurz zu machen, gehen wir Orderspalte und dann hier verfügbare Spalte, sehen Sie meine Manus und da gebe ich die Name. Machen Sie auch so, dann sparen wir Zeit und ist sehr effektiv. OCA-Gruppe, One Cancel Other, dann kommt hier, dann klicken Sie auf diese OCA-Gruppe und auf Hinzufügen und dann auch übernehmen und okay, jetzt haben Sie diese OCA-Gruppe und können Sie einfach eine One Cancel Order erstellen. Und da machen wir in folgende Ding, also ich habe jetzt eine Aktien oder eine Optionsschein, was immer. Ich habe eine in Portfolio und da will sie absichern mit einer One Cancel Other Order. Da gehe ich auf diesen Namen, mache ich hier rechte Maustaste und dann sage ich, gut, ich möchte sie verkaufen. Ich habe sie gekauft, sehen Sie, mit 143. Da möchte sie natürlich verkaufen, erstmal mit Gewinn und dann mache ich hier möchte mit 143 gekauft, also 100 Verdoppelung wäre bei 268. 268, ich mache mal 290 einfach. Ja, gut, das wäre es meine Gewinnnahme, also Verkauf Limit GTC. Auf 290. Wichtig ist, dass hier die Ordermaske, sehen Sie unter meiner Maus, vollständig ist. Viele haben die Kompaktmaske und dann können Sie keine One Cancel Other Order, machen Sie auch vollständige Ordermaske. Und da steht hier One Cancel Other Group und da geben Sie dieser Gruppe einen Namen, damit er weiß, wo er hingehört. Und ich sage mal einen Namen, Coco Lores, ich mache Coco. Coco ist der Name dieser Gruppe, wunderbar. Und dann übermitteln und das lasse ich diese Fenster sein, also überschreibe und übermittle nicht, sondern ich sehe, dahinter ist der Order da, also noch nicht überschreiben und einfach Fenster zu machen. Der Order ist schon im System, aber noch nicht übermittelt. Ein Moment, ich mache eine kurze Pause, um Fenster zuzumachen. Bei uns regnet im Büro jetzt. So, bin ich wieder dabei. Entschuldigung. Gut, jetzt haben wir eine für Gewinnmitnahme. Jetzt gehen wir nochmal, müssen wir eine Verkauf als Verlustbeschränkung, also eine Stopporder. Dann gehe wieder auf den Wert, rechte Maustaste klicken, verkaufen und dann kommen wir hier auf den Verkauforder und keine Limit, sondern eine Stop. Da klicken wir hier auf. Dann gehen wir auf Stopp und dann geben wir den Stopp. Also bei 143 gekauft, da möchte ich die Hälfte verlieren und nicht mehr. Also ich gebe mal 172, also 73, bei 73 Euro Schluss. Dann mache ich da Stoppkurs 73. Gut, dann sehen wir nochmal. Day, ich lasse nur. Als Tagesorder geben Sie das Util Cancel, weil die Order sollen im System bleiben. Also ich lasse Day, weil ich habe schon ein paar Order auf Day. Aber Sie passen auf, dass hier GTC, also Util Cancel, bis Sie diese Order löschen heißt. Also die Namegruppe haben wir gesagt, Coco Lores, also Coco, ja, derselbe Name. Und dann mache ich jetzt übermitteln. Dann sehen wir, dass die beiden Orderfenster nicht weiter übermitteln, sondern zumachen.
Der Order muss nur hier sein und dann nicht übermitteln. Und jetzt sehe ich, jetzt habe meine Wert hier, habe ich eine Order, die sind, schauen Sie, ich habe dort GTC, also Goodwill Cancel, dann passt ihm der auch auf GTC, das ist einfach. Klicke ich auf den hier und da gehe ich vom Day auf GTC, dann passe ich. Name, wann ich jetzt den Preis anpassen möchte, kann ich auch so machen. Klicke ich auf den Preis und dann gehe ich auf 72, dann kann ich noch den Preis anpassen. Also Gewinnmitnahme, es ist da bei 290 und den Verkaufsstopp bei 72. Also alles wunderbar. Jetzt brauche ich nur die zu übermitteln, dann gehe ich auf den ersten Order hier und dann rechte Maustaste und dann steht hier alle übermitteln, nicht übermitteln Werfer, sondern alle übermitteln. Dann klicke ich alle auf, sind Sie sicher, dass ja, bin ich sicher, ja, das ist okay, jetzt habe ich alles übermittelt, jetzt sind Sie im System und man wartet darauf, dass entweder der Gewinn kommt oder der Verlust und dann wird der andere automatisch verschwinden, ich mache hier eine Notiz, also ich storniere eine von den beiden, nur damit Sie sehen, ich storniere eine und dann wird beide storniert, das heißt beide. Diese Paar Coco gibt nicht eine oder andere. Entweder geht eine erfüllt, dann ist die andere